herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es endlich soweit. Ihr nervt mich schon so lange damit. Ich färbe meine Haare. Ich bin soweit. Ich habe schwarze Haarfarbe gekauft und es ist soweit. Dieser Messi möchte gern Balayage, graue Haare, Mutti, Oma-Look wird jetzt verschwinden und wir machen jetzt heute ein richtiges Glow-Up, meine Leute. Ja, wie gesagt, schwarze Haare. Zum Schluss werde ich auf jeden Fall natürlich mein Styling verändern auch. Schön Make-up drauf ballern. Und meine Haare müssen auch ein bisschen geschnitten werden, denn ja, von diesem Hellmachen sind sie natürlich ein bisschen kaputt. Und da muss ein bisschen was ab. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Ich werde das jetzt anmischen und euch kurz noch zeigen, was ich alles so hier auf meinem Tischchen habe, was wir alles brauchen zum Haare färben. Viel Spaß! Ich habe hier Kokosöl, weil ich keine Vaseline habe. Damit werde ich meine Haut, meine Ohren und alles so einschmieren, damit die schwarze Haarfarbe nicht so daran kleben bleibt und man das mit einem Wattepad später schön abschmieren kann. Genau, dann haben wir natürlich zweimal Haarfarbe, weil ab einer Schulterlänge sollte man natürlich zwei Packungen nehmen. Dann habe ich hier Klammern. Dann noch so einen Pinsel zum Verteilen an den Ansätzen. Dann habe ich hier noch Kämme und einen Stielkamm zum Abteilen, logisch. Mein Telefon, falls mir langweilig wird, gucke ich King of Queens auf Amazon oder YouTube-Videos. Handschuhe, die schwarzen passen mir leider nicht, deswegen musste ich die nehmen. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Und ein Handtuch habe ich auch. Für den Notfall, I don't know. Vielleicht macht man sich das ja auch mal drüber, falls man es nicht wieder vergisst. Wie in meinem letzten Haarfärbevideo. Das verlinke ich euch sehr gerne mal hier oben. Das ist auch sehr, sehr gut bei euch angekommen. Voll geil. Danke übrigens dafür. Ich habe es mir auch ein bisschen gemütlich gemacht. Habe hier so ein schickes Kerzchen angemacht. Von Teddy übrigens. Mega geil. Riecht auch voll lecker. Vanille. Ja, ich würde sagen, ich bin aufgeregt. Und wir legen jetzt los. Als erstes habe ich mir natürlich die Gebrauchsanweisung angeguckt, wie man das alles jetzt macht und wie lange es einwirken muss. Zwischen 20 und 30 Minuten sollte es auf jeden Fall einwirken. Ich würde sagen, wir mischen jetzt erstmal unseren Stoff an. Oh, andersrum. So, meine Lieben, ich wollte mir die Haare färben und ja. Hier steht auf einer ganzen kompletten Seite, dass man unbedingt vorher einen Allergietest machen sollte. Und jetzt habe ich so eine Panik bekommen, weil die da herbe Sachen reinschreiben, natürlich. Ja. Und das Krasse ist, da steht auch noch, selbst wenn bei diesem Allergietest 24 Stunden vorher nichts mehr rumkam, kann trotzdem natürlich eine schwere allergischer Schock oder keine Ahnung was auftreten. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das überhaupt alles will. Na toll. Wirklich jetzt. Jetzt habe ich Angst. Ich schwöre, die machen dir hier auf so einer ganzen Seite voll Palaver und richtig Panik. Manu. Also man soll mit einem Wattestäbchen für die Fläche von ca. 2 Quadratzentimetern, also wie ein Eurocent, wie ein Cent, eine ausreichende Menge des unvermischten Kolorationsproduktes auf. Welches unvermischtes Kolorationsprodukt? Meinen die diese Kolorationscreme? Ach, da muss ich ja gar kein neues kaufen. Ich dachte, da muss ich immer ein komplett neues Paket kaufen. Aber dann ist das ja gar nicht so. Also man soll... Moment. Tragen Sie hinter dem Ohr mit einem Wattestäbchen, die für die Fläche von 2 Quadrat bla bla... ausreichende Menge des unvermischten Kolorationsproduktes auf. Das unvermischte Kolorationsprodukt ist doch dann die Kolorationscreme, oder nicht? Also wenn ich das richtig verstehe. Trocknen lassen. Das Kolorationsprodukt sorgfältig wieder verschließen und für die Anwendung 48 Stunden später aufbewahren. Ach Mensch, Leute, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das schon längst gemacht. Das tut mir so leid. Aber ich habe übertrieben jetzt Panik. Dann steht da auch noch,
Wenn eine temporäre Tätowierung mit schwarzem Henna bei Ihnen schon einmal eine Reaktion verursacht hat, auf keinen Fall die Haare kolorieren. Denn dieses schwarze Henna ist ja gar kein schwarzes Henna. Das wissen aber viele gar nicht. Es gibt gar kein schwarzes Henna. Da ist immer dieser schwarze Farbton mit drin, BPP oder BAP, BTP, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses andere, was halt auch in Haarfarbe drin ist, so wie hier. Ach, es müsste ja hier draufstehen. Moment. Und zwar müsste das... Ja, weiß ich jetzt nicht, das ist so eine Abkürzung gewesen. Müsste ich gleich einmal googeln oder ich schreibe euch das hier rein. Ich habe das jetzt gegoogelt und schreibe das jetzt hier rein. Was genau löst diese Allergie aus? Bei einer Allergie nach der Haarfärbung handelt es sich um eine Typ-4-Allergie. Besser gesagt eine Kontaktallergie. In Haarfärbemitteln sind viele Stoffe enthalten. Es gibt aber zwei dominante Allergengruppen. Einerseits die Duft- und Parfümstoffe und andererseits, und noch wichtiger, die dunklen Farbstoffe P-Phenylendiamin, PPD, und Toluolendiamin. Was sind die ersten Allergiesymptome? Wie bei jeder anderen Ekzemreaktion auch, fängt 24 bis 36 Stunden nach der Färbung die Kopfhaut stark zu jucken an und verfärbt sich rot. Durch das angesammelte Entzündungswasser im Gewebe können die Augen und die Kopfschwarte stark anschwellen. Ein bis zwei Tage später bildet die Haut kleine Bläschen, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Diese brechen in den nächsten Tagen auf, die Flüssigkeit trägt aus und die Haut verkrustet sich. Bei typischem Verlauf heilen nach 7 bis 10 Tagen die entzündeten Stellen unter Schuppenbildung ab. Langfristig kann das zu einer Über- oder Unterpigmentierung der Haut führen, die dunkle oder helle Flecken hinterlässt. Wie wird die Allergie behandelt, wenn die Symptome auftreten? Eine mehrmalige Haarwäsche bewirkt nicht sehr viel, da es bei einem temporären Haarfärbemittel ca. 6 bis 8 Wochen andauert, bis diese endgültig ausgewaschen ist. Die Haare abzuschneiden oder die Wimpern nach einer Färbung abzurasieren, wäre hier die beste Lösung. Das ist zwar die radikalste, jedoch wirksamste Methode. In Extremfällen, wenn die Schwellung stark ist und nicht von selbst besser wird, muss man auf Cortison zurückgreifen. Das Immunsystem ist wie ein Elefant und vergisst sehr lange nicht. Wer einmal allergisch reagiert, wird die Allergie jahrzehntelang haben. Wie können Juckreiz und Schwellungen vermieden werden, wenn man seine Haare nicht abschneiden möchte? Man sollte auf jeden Fall den Kontakt zwischen Haut und Haar vermeiden, da die Allergene durch die zusätzliche Irritation der Haarspitzen am stärksten störend wirken. Die Halsregion ist hier besonders sensibel, da die Spitzen immer wieder an der Haut ankommen und diese verletzen. Auch Rollkragenpullover aus Baumwolle zu tragen oder die Haare in einen Zopf zu binden, kann sehr wirksam sein. Die einzige Behandlung für die Zukunft ist hier jedoch, sich nie wieder die Haare zu färben und damit mit dem Allergen nicht mehr in Berührung zu kommen. Und wenn man seine Haare trotzdem färben möchte, welche Haarfärbemittel sind unproblematisch? Naturhaarfärbemittel wie Henna sind unbedenklich, solange es der originale Farbstoff in der hellbraunen Ausführung ist. Achtung, es gibt aber auch Hennafarben mit PPD oder Toluolendiamin. Sie sind teilweise kreuzreaktiv. Wenn man Glück hat und nicht auf die andere Farbe auch allergisch ist, kann man auf Henna ausweichen. Allergologen sind immer wieder erstaunt, wie bereit die Menschen sind, ihre Haare mit Chemikalien zu behandeln. Besonders beim jetzigen Unicorn-Trend ist es extrem beliebt, seine Haare in Regenbogenfarben zu färben. Welche Giftstoffe in den verkauften Haarfarben enthalten sind und wie gefährlich diese sein können, kümmert nur wenige. Gibt es einen Test gegen eine PPD- oder Toluolendiamin-Allergie? Ja, es wird ein Epicutan-Test empfohlen. Dabei wird ein Pflaster mit verschiedenen Wirkstoffen auf die Haut aufgelegt und getragen. Dabei wird ein kleines künstliches Ekzem ausgelöst. Im Anschluss wird ein Allergiepass mit allen unverträglichen Stoffen ausgestellt, den der Patient immer mittragen sollte. Besonders beim Friseur oder beim Besuch im Drogeriemarkt ist das ganz nützlich, um weitere allergische Reaktionen zu verhindern. Also, ich zeige euch das auch nochmal. Es steht auch ganz groß oben drauf. Auf jeden Fall kann das ganz schlimme Verletzungen hervorrufen, denn dieses schwarze Henna ist eigentlich auch nur Golescha-Farbe. Das ist gar kein Henna, was in diesem dreckigen Tum verkauft wird. Ich habe das auch mal gemacht. Und nun denn, manche haben danach richtig, nach ein paar Tagen oder einer Woche, richtig Verbrennungen, da wo das aufgetragen wurde. Und das kommt halt durch diese schwarze
Farbton, Chemie, keine Ahnung was, was ich auf jeden Fall hier gerade reingeschrieben habe. Nun dann, soll man auf jeden Fall, wenn man das wohl mal hatte und darauf eine Reaktion hatte, soll man sich auch die Haare nicht schwarz färben, weil das halt derselbe chemische Stoff ist. Tja, wie dem auch sei, 48 Stunden vor der Anwendung der Koloration soll ich diesen Allergietest machen mit dieser Kolorationscreme Nummer 2. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich mache mir das hier hinter. Ja, so ein bisschen halt mit einem Wattestäbchen, so wie es hier steht. Dann die Stelle 48 Stunden lang nicht waschen, nicht abdecken, nicht berühren und treten innerhalb dieses Zeitraumes Reaktionen wie Rötungen, Juckreiz oder eine Schwellung innerhalb oder außerhalb der Testfläche auf, darf das Produkt nicht angewendet werden. Okay, ich würde sagen, dann machen wir das erstmal zusammen. Sorry auf jeden Fall fürs Hoffnung machen. Wie dem auch sei, ich habe mir das jetzt gerade nochmal durchgelesen und dachte mir so, okay, Leute, wir gucken ja auch mehrere Menschen zu, vielleicht auch jüngere Menschen, die sich nicht so damit befassen und einfach machen. Deswegen nehmen wir die Gebrauchsanweisung des Herstellers und natürlich auch unseren gesunden Menschenverstand sehr ernst und sehen uns dann in 48 Stunden wieder. Ich denke mal, so ein bisschen reicht, wenn das nur ein Zentimeter sein soll. Oder halt wie so ein Cent. Machen wir das hinter die Ohren. Oh ja, das ist sogar schon zu viel gewesen, Leute. Also ich habe das jetzt da dünn aufgetragen, so groß wie ein Cent. So sieht das jetzt aus. Also ich habe wirklich dünn aufgetragen und so groß wie ein Cent. Und ja, warten wir jetzt einfach mal ab. Schreibt mir doch mal sehr gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal so eine allergische Reaktion hattet oder so, ob ihr vielleicht schon mal Probleme hattet. Ja, bin ich ganz gespannt. Und wenn ja, welche Farbe es war oder vielleicht auch beim Friseur sogar. Da gibt es ja auch Farben, wo man drauf reagiert. Ist ja nicht nur Drogerie oder so Produkte. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man sich über sowas Gedanken macht und solche Sachen auch ernst nimmt. Das steht nicht einfach so dort und es ist nicht einfach so vorgeschrieben, denn es gibt auch Todesfälle sogar, die durch sowas passiert sind und das möchte keiner erleben. Und ich bin auf eure Erfahrungen gespannt. Habt ihr sogar vielleicht mit genau dieser Farbe schon Erfahrungen gemacht? Dann interessiert es mich sehr. Schreibt es mal gerne rein. Ja, ich würde sagen, bis in 48 Stunden. Liken, kommentieren, abonnieren. Hab euch lieb. Ciao.